Servus. Ihr habt hier nie wieder Faschismus. Wo ist hier Faschismus? Kann da jemand was dazu sagen? Wie läuft mit deiner kleinen Scheißpartei? Die was? Ja, war übrigens auch für Basisdemokratie. War richtig erfolgreich, ja? Volksabstimmungen. Das ist ein Bundestag, ne? Was ist daran faschistisch, wenn man Volksabstimmungen machen möchte? Will übrigens die AfD auch. Was ist daran faschistisch? Könnt ihr das erklären? Die sind schon krass. Warum findest du es denn so anstößig? Bitte? Warum findest du das dann anstößig, dass da steht, wie der Faschismus, wenn du dich damit identifizierst? Nee, ich frage mich, warum ihr hier seid. Weil ich meine, gegen Faschismus zu sein, ist ja in Ordnung. Ne? Schön hier. Faschismus geht schon gerade so, okay. War nur gerade so, ey. Ganz knapp, ey. Ganz knapp. Boah. Und warum seid ihr dann eigentlich auch gegen Islamkritik, weil der Islam ja eigentlich auch eine faschistische Ideologie ist? Habt ihr das schon mal euch durch den Kopf gehen lassen? Was ist denn Hetze, wenn man sagt, dass der Islam Gewalt propagiert und Töten und die Frauendiskriminierung? Ist das schon Hetze oder sind es Fakten? Bist du noch gegen das Christentum, Kollege? Kämpfst du auch gegen das christliche Abendland? Aber was habt ihr denn jetzt gegen... Kämpfst du gegen das christliche Abendland? Sag es mir, komm! Na, ich bin selber zum Beispiel... Ich bin aus der Kirche ausgetreten, ja? Ach, das ist ja? Gegen das christliche Abendland. Aber nicht, Ideologie des Christentums. Aber nicht, weil die christliche Religion gefährlich ist, er sondern gegen das Christentum. Nein. Ihn aus. Ach so. Er ist gegen das Christentum. So läuft es. Hasst Jesus. So läuft es, ja? So läuft es, ja? Ist das faktische? Habe ich gesagt, dass ich das Christentum hasse oder Jesus hasse? Das nicht. Nee. Es geht darum, dass die christliche Religion nicht gefährlich ist. Naja, ich bin Journalist, ich diskutiere mit denen. Ja, weil wir wollten uns. Kommen Sie bitte ganz kurz mit. Wir würden nur kurz mit Ihnen sprechen. Also jetzt, wir waren beim Christentum stehen geblieben, gell? Wo sehen Sie die Gefahr des Christentums? Jetzt wollen wir es mal mit dem Islam vergleichen. Gibt es christliche Terrorgruppen? Ausgeschlossen und geht jetzt weg von hier. Könnt ihr den bitte der von der Versammlung vermieten? Na, ich bin hier Journalist, der jetzt Interview macht. Du bist kein Journalist, du bist einfach ein Quatschkopf. Doch, nein, bitte? Du bist doch ein Quatschkopf, bist du. Schauen Sie. Wir können uns doch jetzt mal über die Argumente austauschen. Das wäre jetzt eine Möglichkeit. Okay, also was haben Sie gegen das Christentum? Richtig offensichtlich, dass du einfach ein antimuslimischer Rassist bist. Schon allein der Begriff Islamfaschismus zeigt doch, dass du einfach antimuslimischer Rassist bist. Weil du einfach, Faschismus hat was mit Rasse zu tun, was mit Volk zu tun. Und der Islam ist eine Religion, ja. Aber wissen Sie, wie der Islam den Rassismus begründet? In der Einteilung zwischen Gläubige und Ungläubige. Und die Ungläubigen werden als... Was hat der Islam mit Volk zu tun? Was hat der Islam mit Rasse zu tun? Das ist sogar Islamfaschismus. Ich versuche Ihnen gerade zu erklären den rassistischen Begriff im Islam. Die Welt wird unterteilt in die Gläubigen, das sind die höherwertigen Herrenmenschen und die Ungläubigen, die werden als weniger wert als Tiere. Verstehen Sie das? Das ist ein rassistischer Begriff im religiösen Sinne. Soll es einfach den Begriff Islamfaschismus? Das hat übrigens der Hamed Abdel Samad in seinem Buch Der islamische Faschismus ausgiebig erklärt. Das ist ein Ägypter. Ist das jetzt auch ein rassistischer Hetzer? Der ist Sohn eines Imams, der kennt den Islam ganz genau. Der hat gesagt, der islamische Faschismus. Der Islam ist eine faschistische Ideologie. Ja, genau, ja? Die anderen haben auch. Ja, ne? Ne? Also, das ist schon eine klasse Delegation. Nee, mir ist es sehr wichtig, dass ihr den Islam erfasst als sollst das, was er ist. Sollst du den Islamfaschismus rechtfertigen? Ja, ich kann dir erklären. Du kannst aus der Ideologie nicht austreten, du sollst getötet werden, wenn du austrittst. Faschistisch. Es wird keine andere Religion anerkannt als die eigene. Das ist auch faschistisch. Ja? Es wird... Habe ich dabei. Ich bin seit 30 Jahren Journalist. Das ist ja bekannt. Trotzdem, ich dürfte dich sehen.